Ja, dann nehmen wir die noch wieder mit. Weil die Base ist echt mal ganz schön mies, muss ich ja gestehen. Aber ich glaube, wir haben alles. Ja. Uiuiui. So, dann hätten wir das wenigstens geklärt. So, die sind auch weg. Ja, wir müssen gleich mal ganz dringend die Türme reparieren. Aber erstmal bauen wir jetzt hier zurück. 120 Artefakte ist nice. Ne, den Baum wollte ich gar nicht haben eigentlich. Ach, komm. Ach ja, hier sind ja auch noch Türme. So, und eigentlich. Ja, nee, hier sind auch noch welche. Okay, ich wollte gerade sagen, oben ist Ruhe, aber nee. Es sind einfach überall welche. Man kommt da nicht mehr gegen an. Huch. So, auf jeden Fall sammeln wir hier den ganzen Krempel nochmal eben ein und dann gucken wir mal, was bei der Produktion schon wieder alles schief geht, weil ich denke mal, die Fläschchen sollten sich wieder aufgefüllt haben, vermute ich mal. Ja, das sieht doch gut aus. Perfekt. Die Dinger sind auch wieder da. Nice. Gut, dann schauen wir mal eben nach, was wir jetzt an blauen Teilen haben. Ich nehme mal zur Vorsicht hier noch ein bisschen was mit. So. Ah, das ist auf jeden Fall schon mal genug. Sehr nice. Ich schmeiß trotzdem noch welche rein. Wir brauchen sowieso noch welche. Des Weiteren brauche ich mal eben Material, um das Ding zu reparieren oder die ganzen Türme, besser gesagt. Ah, da unten geben sie nicht auf, ne? Ist unglaublich. Ach so. Ja, der kann auch wieder weg. War da noch ein kaputter im Inventar? Ne, jetzt haben wir alle, ne? Genau. Sehr gut. Ja, wenn es eins gibt, was ich hasse, dann sind es kaputte Geschütztürme und Aliens natürlich. Och, die ging ja. Okay. Ja, nice. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen jetzt nochmal diese Elektromotorbauteile. Das haben wir. Ach ja, genau. Schmiermittel. Schmiermittel macht die Chemiefabrik. Natürlich aus Schweröl. Hier ist Schweröl. Hier ist eine Chemiefabrik. Ich baue das mal hier unten mit hin, oder? Warte mal, was brauchten wir da noch für? Kupfer? Ach du Scheiße, vielleicht sollten wir erstmal damit anfangen. Genau, Verbrennungsmotorenbestandteil. Rohre, Zahnräder und so ein Zeug halt. Ich will auch gar nicht so viele haben. Ich will ja nur die haben, die wir für die Rüstung brauchen. Mehr brauche ich davon ja gar nicht. Gut, also das heißt, wir nehmen unsere Chemiefabrik, klatschen die hier dran und lassen Schmiermittel herstellen, genau. Ui. Wir haben anscheinend nicht mehr so viel Schweröl, kann das sein? Okay. Ja, geht. Passt schon. Ja, solange hier hinten was rauskommt, ist alles in Ordnung. So, dann. Ach nee, warte mal, das war ja für. Genau, für die Motorteile war das. Dann brauchen wir auf jeden Fall. Haben wir noch? Nee, haben wir nicht, ne? Nee, haben wir nicht. Auf jeden Fall zwei, drei davon. Ich stell mal eine dahin. Und du stellst nachher im Endeffekt her die Gerätschaften. Ja, Rohre und so, das können wir alles selber bauen, das ist kein Problem. Ach nee, warte mal, das muss da gar nicht hin. Hier muss ja das andere Ding hin. Ach so, hätte ich auch umstellen können. Ach, egal. Na, vielleicht einen Abstand mehr. So. Genau, du machst nämlich die Dinger. Das heißt, wir könnten hier schon mal Schmiermittelgedöns anschließen, dann passt das schon. Ja.
Da könnten wir schon wieder ein paar grüne Kärtchen reintun, glaube ich. Wie gesagt, das ist halt so eine halbautomatische Produktion. Wir brauchen davon ja nicht viel. Hauptsache, wir bekommen die Rüstung zusammen. So, 100 davon. Oh, guck mal, da hat er schon ein bisschen was. Jetzt müssen wir noch zusehen, dass wir irgendwo hier die Dinger herstellen. Da brauchen wir Stahl, Zahnräder und Rohre. Genau. Dummdi-dumm. Huch. Eisen gönnen wir uns von hier. Und Stahl haben wir ja auch hier. Dann nehmen wir von der anderen Seite auch noch ein bisschen was mit. Genau. Warte mal. Zahnräder? Ach komm, bauen wir so. Passt schon. Dann hat er noch ein bisschen was zu tun. Okay. Wie gesagt, ich möchte mir nur eben die Rüstung fertig bauen. Stahl kann rein und... Hä? Ach, da unten. Genau, dann kann er damit schon mal anfangen. Jetzt brauchen wir für die Dinger... Ja, haben wir an sich alles da. Wir brauchen halt nur die anderen Motorteile. Warte mal, das können wir mal eben überbrücken. Dann gib mal ein bisschen Gas hier. Genau, dann kann der schon arbeiten. Jetzt auch noch ein bisschen Gas geben. Ich gönne mir noch mal ein paar Upgrades, weil ich es kann. Da oben war das Ganze. War schon verwirrt. So. Waren vielleicht ein paar zu viele, aber egal. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Ja, die ersten Teile werden schon fertig. Da sollten wir eventuell nochmal schnell einen Arm bauen, der das Ganze rausbringt. Wir brauchen Kupfer. Haben wir noch eine Kiste? Nee, ne? Nee. Genau, weil der Kollege nicht arbeitet sonst. Zack und zack. Genau, dann läuft das hier schon mal. Sehr gut. Rüstung. Das Ding braucht ja 40 davon. Huch. Na gut, dann würde ich sagen, wir bringen hier das ganze Ding nochmal ins Rollen. Wir brauchen dafür wieder grüne Geschichten. Auch gar nicht mehr so viele. Cool. Also wir sind kurz vor unserer neuen Rüstung, glaube ich. So. Genau, dann kannst du auch weitermachen. Sehr nice. Ach, 20 brauchen wir davon. Naja gut, von mir aus. Kampfanzug. Nice, nice. Da kann man dann noch irgendwie Modifikationen reinbauen oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, dann guten Abend, Louis. Willkommen zum Stream. Wir basteln hier gerade unsere Rüstung zusammen. Kann sich nur noch um Stunden handeln, der schon wieder leer, ne? Ja, och, tatsächlich. Ja, da brauchen wir noch ein paar grüne Dingsbums-Karten. Da könnten wir auch mal hier wieder welche wegsnacken. Einmal hier, dann hier wieder noch ein paar. Läuft, glaube ich. Ach komm, dann nehmen wir hier auch noch ein paar mit. Und vielleicht hier nochmal. So. Hier unten wird wieder fleißig nachproduziert. Sehr schön. So, was haben wir jetzt? 177 nochmal rein, okay. Naja, gucken wir mal, ob das reicht. Keine Ahnung. Ich denke, hier fehlt es an irgendwas, ne? Hm. Ja, Rohre. Die bauen wir mal eben manuell. Und, warte mal, Zahnräder können wir doch hier wegsnacken. Da sind wir jetzt immer faul. Oh. So, genau. Dann brauchen wir nicht alles selber bauen. Ja, das passt. Rohre haben wir, Stahl haben wir auch noch genügend da. So muss es laufen, genau. Davon sind genügend drin. Was haben wir jetzt hier? Genau 40 und genau 40 brauchen wir auch. Ja, jetzt fehlen uns die Motorenbauteile. Warte mal. Wie viele brauchten wir da? Hui, noch 7. Ja, das geht aber schnell. Krass. Ja, wir haben auf jeden Fall gleich eine neue Rüstung.
Sau gut. Auf jeden Fall sehr, sehr nice das Ganze. Und wir sollten vielleicht mal wieder forschen, glaube ich. Ne? Was brauchen wir denn hierfür noch? Oh, alles Mögliche. Diese ganzen Module, die müssten wir sowieso mal erweitern, ne? Hier, Geschwindigkeitsmodul 2. Auf geht's. Noch mehr Strom verbrauchen, juhu. Wie gesagt, eventuell, wenn es wirklich so weit kommt, müssen wir noch ein weiteres Kraftwerk bauen. Nützt alles nichts. Aber momentan sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Außer dieses zwischendrin mal rumgespinne von dem Ding, keine Ahnung, was immer los ist. Aber momentan passt es ja. So, was haben wir hier? Ah, einer. Einer fehlt, komm schon. Nice. Jo, Kampfanzug incoming. Hm. So viel geiler ist er gar nicht eigentlich, ne? Na doch. Jo, dann hätten wir das schon fertig. Dann machen wir gleich Geschwindigkeitsmodul 3. Oh, nee, warte mal. Dann machen wir erstmal das hier. So, die Rüstung ist fertig. Zack. Jetzt ist die Frage, was... Ah. Jetzt kann man da, glaube ich, irgendwelche Module reinbauen, ne? Warte mal, wir haben ja... Wir haben doch hier bestimmt schon irgendwas. Batterien kann in Rüstung eingefügt werden. Ah, hier, guck mal, die Geschichten. Energieschild, Energieschild MK2, tragbare Solarpanel zum Wiederaufladen brauchen wir dann auch. Ja, geil. Das ist cool. Da sollten wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr mit beschäftigen, habe ich das Gefühl. Machen wir auch. Aber das heißt wiederum, dass wir von den Kollegen hier noch ein paar mehr brauchen. Oh, was? Schon wieder fertig? Nehmen wir mal das so lange. Folgendes. Wir brauchen noch ein paar von diesen grünen, lustigen Teilen. So. Da bin ich ja mal gespannt. So, rein damit, das läuft. Joa. Dann könnten wir, glaube ich, ja, sowas könnten wir fast schon machen. Aber wenn, dann machen wir natürlich MK2, ganz klar. Tragbare Laserverteidigung? Ich habe nur ein tragbares Solarpanel. Hm. Huch. Naja, kommt vielleicht noch. Wir können ja hier vielleicht auch noch ein paar Sachen erforschen in diese Richtung. Oh. Kampfanzug 2 gibt's auch noch. Exoskelett gibt's auch noch. Alter Falter. Wir nehmen mal die hier. So, wie schaut's denn hier aus? Ein paar haben wir schon wieder. Ach so, wir sollten auf jeden Fall das Ding bauen. Warte mal, Solarmodule brauchen wir dafür oder Solarpanel. Da haben wir ja hier drüben noch unsere Produktion stehen. Da ist aber nichts mehr drin, irgendwas fehlt. Wahrscheinlich grün. Ja, natürlich. Oder? Hä? Naja. Anscheinend schon. Da brauchen wir aber jetzt auch nicht so viele von. Warte mal, wir müssen mal hier ein bisschen was klauen. Oh. Na gut. Fünf Stück davon brauchen wir, ne? Warte mal. Jo. Prozessoreinheit haben wir. Stahlträger haben wir auch. Perfekt. Ja, Steffi, das mit dem Rechtsklick haben wir ja schon lange rausgefunden. Oh Mann. So, zwei Stück. Hier noch drei. Aber da fehlen noch ein paar grüne. Nein, ich will keine Zahnräder. Genau. So, ich denke mal, das reicht. Oder hoffe es mal. Nee, vermutlich nicht. Na, wobei, brauchen wir noch zwei Stück. Könnte gehen. Mal gucken.
Einen brauchen wir noch. Ja, sorry, ich muss jetzt hier warten. Ich bin viel zu neugierig, irgendwo anders hinzugehen. So, Nummer 5. Zack, einmal tragbares Solarpanel, bitte. Ich denke, alles Weitere passiert dann drüben, ne? Was haben wir hier vor noch? 3. Ist nicht so viel, aber wie gesagt, das Schild muss ich haben. Will ich haben. Ja, dann zwacken wir uns hier oben noch was weg. Huch. Oh, nee, Stein brauche ich nicht. So. Das kann da auch mit rein, passt schon. Jo. Ja, jetzt haben wir diese alte Gammelrüstung noch hier, ne? Ach, können wir bestimmt irgendwie weghauen, keine Ahnung, passt schon. Auf jeden Fall brauchen wir mehr davon. Ja. Ach so, wir brauchen jetzt... Oh. 10-mal Energieschild, krass. Okay. Dann machen wir das wohl. Oh, fertig. Hä? Ja, Raketentechnik fetzt. 1, 2, 3, 4, 5 waren das, ne? Oder? Ne, 10. Ach, wir könnten schon direkt bauen. Ach komm, was soll der Geiz? Ja, cool. Dauert wahrscheinlich ein bisschen. Aber ich denke, das ist schon mal ein ganz guter Schritt. Wir haben ja auch die Solargeschichte fertig. Warte mal, die können wir da reintun. 1 kW. Wow. Ja, jetzt haben wir eine Solarrüstung. Cool. Da können wir auch Batterien reinbauen. Ich mach das mal. Naja, einfach mal ausprobieren. Keine Ahnung. Die Bauprozesse sind nur ein bisschen langwierig, gebe ich zu. Aber egal, passt schon. So, hier haben wir jetzt keine mehr, ne? Verdammt, wir brauchen wieder die Grünen. Nehmen wir mal die mit, passt schon. Ja, unser Energieschild scheint bald fertig zu sein. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Kann man das Ding eigentlich wegschießen irgendwie? Warte mal, zack. Nee. Passt schon, behalten wir erstmal, läuft. Ja, das letzte Billigding wird gebaut, danach das große. Bin gespannt. Und danach die Batterien. Ich gehe halt mal fest davon aus, dass wir die Batterien brauchen. Weil ist ja wie bei Nacht im Prinzip. Guck mal, der läuft schon wieder am Limit. Das muss an den Türmen liegen. Und danach daran, dass sich die... genau, die Akkus aufladen. Und da die sich immer hin und her betteln, ist irgendwann Schicht im Schacht. Okay, ich verstehe. Ja, nice. Zack. Ja, hör auf damit. Oh, das nimmt aber viel Platz weg. Zack. Ah, und das lädt sich jetzt auf durch Solarpanel. Ich verstehe. Jetzt können wir noch die Batterien dazu setzen. Oh, die nehmen auch viel Platz weg. Interessant. Egal. Solange wir den Platz haben, hau ich die Dinger da rein. Das ist sau cool gemacht, so mit dem selbst konfigurieren und so. Saugeil.